Also es ist wirklich, das Auto macht richtig Laune. Aber jetzt müssen wir mal die Frage klären, geht er auch quer? Und er muss, wenn er da Drift schreibt, dann muss er richtig driften und richtig quer gehen. Also, ab auf den Track. So, liebe Freunde, es gepflegt Motorsports, neues Video am Start, und zwar mit der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Ganz genau so schaut's aus. Wir haben 510 PS unter dieser Motorhaube aus einem 2,9 Liter V6 Biturbomotor, 600 Newtonmeter Drehmoment. Und diese Hütte geht in 3,9 Sekunden von 0 auf 100. Und wenn man sich dieses Fahrzeug so anguckt, ne, dann muss man sagen, er sieht aus jedem Blickwinkel, finde ich zumindest, einfach nur richtig, richtig schön aus. Und das bringt mich zu der These, dass das vielleicht so ein bisschen ein Wolf im Schafspelz ist. Ja, von hinten vier Auspuffendrohre, das ist schon so ein bisschen auffällig, aber trotzdem, der sieht irgendwie so, dadurch, dass man den auch so selten sieht auf Deutschlandstraßen, sieht der so, der sieht süß aus, der sieht schön aus. Es macht einfach Spaß, dieses Auto anzugucken. Und es macht natürlich auch Spaß, damit zu fahren. Das habe ich natürlich auch schon gemacht. Ich will euch aber noch ein bisschen durchtalken, was der so alles hat. Und da müssen wir beim Carbon mal anfangen. Also, wir haben da vorne Carbon. Die Haube zeige ich euch gleich. Dann haben wir am Dach Carbon. Ja, hat er. Und dann haben wir natürlich hier diesen Splitter, also Splitter nicht, das ist ein kleiner Heckbürzel. Der ist auch aus Carbon, sieht man das? Ja, das sieht man. Sehr schön gearbeitet. Dann haben wir hier die Akrapovic-Auspuffanlage, einen schönen Heckdiffusor. Und jetzt machen wir mal die Motorhaube auf. Wir haben nämlich innen drin, also erstmal gucken wir rein. Da haben wir auch jede Menge Carbon, hier am Lenkrad. Da zum Beispiel, hier Mittelkonsole, da haben wir auch Carbon. Mache ich einmal die Haube auf. Ja, hier ist auch noch Carbon. Ja. Und diese Carbon-Motorhaube, die müssen wir uns wirklich mal angucken, weil das ist absolut schön. Guckt euch das mal an. Das ist es doch, oder? Ja, genau. Da ist das Herz. Und jetzt zeige ich euch noch was. Die Carbon-Haube hier. Ne, wirkliche echte Luftauslässe. Die Carbonhaube siehst du tatsächlich, wenn du drinnen sitzt. Guck mal da vorne. Da sieht man es, weil da ist jetzt gerade Sonne drauf. Da sieht man tatsächlich, dass das eine Carbonhaube ist. Also wenn das Licht anders ist und besser fällt, dann sieht man es richtig gut. Und das ist einfach, wenn man was sieht, wenn man das sehen kann, was man hat, wofür man bezahlt hat, ne? Und damit sind wir beim Thema Preis. Wenn man das sehen kann, dann finde ich das einfach richtig, richtig schön. Wir sind jetzt im Normalmodus und da ist dieses Auto, das ist das Schöne an diesem Auto, normal. Man hört es ja, leise, fahren 60, komfortabel. Aber er geht halt. Er geht wie ein Auto mit 500 PS. Nur ganz kurz als Hintergrund. Ich bin das Auto ja bei Grip schon gefahren und da war ich sehr begeistert. Ich weiß aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, ob ich die Challenge gewonnen habe. Und ich weiß auch nicht, was wir sonst so gezeigt haben. Deswegen, ja, schauen wir jetzt einfach mal. Entweder ihr habt den Grip-Beitrag schon gesehen oder noch nicht. Wie auch immer, ganz egal. Das hier ist mein Eindruck von der Giulia. Die Lenkung super präzise, aber nicht nervös. Fährst hier so richtig schön durch die Toskana der Eifel. Das ist hier gleich das erste Problem, was auch alte C-Klassen haben. Diese Wülste stören beim Lenken, weil du hast Viertel vor drei und jetzt beim Linkslenken geht's lustigerweise. Warum auch immer. Lenke ich rechtsrum vielleicht anders? Offensichtlich lenke ich rechtsrum anders. Also rechtsrum bleibe ich hier immer hängen. Ist wirklich so. Und linksrum lenke ich hier irgendwie eher mit dem Ellbogen an meinem Bauch vorbei. So, ich komme das mal so ein bisschen. So, und jetzt haben wir gesehen gerade, enge Rechtskurve. Ich war voll am Gas
Und dieses Ding lässt keine Kraft zu. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Man muss sich dran gewöhnen, man muss das wissen so, aber dann ist es gut, weil du kannst dich einfach bei Regen nicht vertun. Und mit einem Hecktriebler mit 510 PS ist es gut, wenn man sich nicht vertun kann. Also da gibt es kein Zucken, kein gar nichts. Das Auto weiß, der Malmedy ist gerade in einer Rechtskurve und er gibt Vollgas. Das wollen wir nicht. Deswegen geben wir nicht Vollgas. Also das ist schon mal ein sehr, sehr sicheres Fahrverhalten. Finde ich super, ganz ehrlich, weil so einen dicken Bomber kannst du quasi jedem in die Hand drücken. So, und jetzt gehen wir in Devi Dynamic. Und da geht das Gas schon mal ein bisschen schneller los. Er schaltet auch schneller wieder runter. Und er lässt auch so ein ganz kleines Rutschen zu. Jetzt haben wir hier diesen DNA-Wählhebel. Ja? A ist, glaube ich, All Weather. N ist Normal. Und D ist Dynamica, dynamisch. Und Race ist Race. Ihr hört schon. Da klingt der sehr, sehr gut. Wie machen wir das denn jetzt, dass ihr das hören könnt? So. Ha? Und dann gebe ich mal Gas. Und das hört sich schon sehr, sehr gut an. Und es wird noch viel besser während der Fahrt. So, und jetzt sagt er da, es gibt da so ein kleines Ding, wo du erkunden kannst, was die Fahrmodi können. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Fahrzeuginformation. Race. Ja. Und jetzt gibt es hier so einen Button, Fahrmodus erkunden. So, und jetzt kannst du hier durchscrollen. Das Wichtigste ist da rechts. Torque Vectoring normal. Auch noch normal auf N. Auf D wird es Sport. Und auf Race steht da Drift. Da steht einfach mal Drift. Die große Frage, die wir uns stellen, ist heute, kann er das? Oder ist das nur so dahingeschrieben? Wollen wir einmal durchbeschleunigen? Ich habe jetzt das Messgerät nicht dabei, aber können wir ja trotzdem mal machen, oder? 0 auf 100 so, mal so gefühlsmäßig, ohne Messgerät, ohne alles, einfach auf die italienische Art und Weise. Race-Modus, linken Fuß auf die Bremse. Da drehen die Räder durch hinten. Das ist wie Line-Lock. Alter! Alter Schwede. Ja, 100 sind schon gewesen. Und geht gut. Geht gut, geht schnell, macht Spaß. Aber beim Vorbeifahren, wenn der schaltet, ne? Das ist so krass. Hört euch mal diesen Spratzler an, den er da macht. Also der Sound ist wirklich gut, könnt ihr mir glauben. Im Innenraum auch. Hört sich kernig an, nicht so aufgepumpt, nicht so möchte gern, sondern der hört sich einfach echt gut an. 84.000 Euro kostet die Hütte und das ist nicht wenig Geld, aber wir bekommen eben ein Auto, was 510 Pferdchen hat, in 3,9 auf 100 geht und festhalten, VMAX 307 Stundenkilometer, ohne ein Paket zu buchen und so. Einfach so, 307 Stundenkilometer, finde ich absolut mega. Ein Detail noch, ne? Die Position des Kennzeichens ist einfach sowas von perfekt. Kennt man von Alpha aus der Geschichte, schon oft da gewesen und sieht immer wieder einfach nur absolut perfekt aus. Ja, aber das Fahrwerk macht das, ne? Also ich meine, wir sind jetzt im Race-Modus unterwegs, da ist das Fahrwerk generell härter. Ich habe ihn dann aber nochmal auf weich gemacht, aber auch der weichere ist nur Mitte. Es steht auch da im Display mit. Und wenn wir jetzt zurückgehen auf A wie Allwetter, dann ist das ein sehr entspanntes Fahrzeug. Der tänzelt so über diese kleinen Küppchen drüber und liegt einfach gut. Hat jede Minute hat der Traktion, weil der wirklich, diese Straße ist ultra, ultra schlecht. Es ist so eine italienische D-Straße. Und er dämpft hier alles gut weg, das ist alles entspannt. Und wenn du auf Race gehst, was wir jetzt haben, wird jedes Ding babam, 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 an die Karosserie weitergeleitet und damit an den Fahrer. Und der Sound, boah, Alter, der drückt. Und der schüttelt das so schön aus dem Ärmel. Also das ist wirklich, das ist die Carbonbremse, die macht Geräusche. Aber ich finde das gut, ehrlich gesagt. Hoppala. Dieses Torque Vectoring sorgt ja dafür, dass die Räder hinten immer Kraft haben, also beide. Und jetzt haben wir gerade gemerkt, dass er ganz kurz nur an einem Rad Traktion hatte. Und das andere ist einfach nur willenlos durchgedreht. Was schön ist, aber schöner wäre es, wenn beide durchdrehen. Und genau das ist das, was wir nachher auf dem Track probieren.
Kann das Ding driften, so wie es hier in der Anzeige schreibt? Oder kann er nicht? Der Sound. Schaltet selber runter, ich mache nichts. Auch das, die Automatik ist super ausgelegt. Schaltet eigentlich immer genau dann, wenn ich schalten möchte. Also wenn du nur mit Halbgas so beschleunigst, weil du, keine Ahnung, von 70 auf 100 beschleunigen willst, macht man normalerweise natürlich mit Vollgas, aber manchmal will man eben nur langsam beschleunigen. Dann verschleift er auch den Gang so, habt ihr gerade gehört, am Spratzeln. Runterschalten. Und jetzt habe ich schon wieder so viel Gaspedalstellung, dass er eben den Gang richtig schnell reinmacht. Hier, runterbremsen, bergab, enge Kurve. Die Bremsen machen gar nichts. Also sie machen alles, was sie machen sollen, aber sie quälen sich nicht. Das war aber jetzt gerade ganz nice. Schön aus der Kurve so ganz sanft rausgerutscht. Super! Wir haben einen ganz normalen Drehzahlmesser. Wir haben einen ganz normalen Tacho, der bis 330 geht. Und das ist schon mittlerweile eine absolute Seltenheit geworden, weil normalerweise ist da ein Display oder ein ganz großes Display bei Mercedes und hier gibt es einfach ganz normale Zeiger. Das finde ich echt cool. Tacho, fett in der Mitte, sieht richtig gut aus. Da wird übrigens dann Shift angezeigt, da gehen so diverse Lämpchen hier an, und dann heißt Shift und dann musst du den nächsten Gang reinballern. Also wenn du im manuellen Modus unterwegs bist, den du hier einlegen kannst, dann kannst du tatsächlich die Gänge schalten über die Schaltwippen hier, bam bam, und da geht's hoch. Und dann zeigt er dir eben tatsächlich an, wann du schalten musst und das macht dann so und dann bam. Also richtig gutes Zeug. Und ein kleines Detail noch, Schlüssel in Wagenfarbe lackiert. Richtig schön. Dann noch ein Detail, ich muss noch ein bisschen was erzählen. Diese Gurte hier. Alter Schwede. Make Green Great Again. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr seht die Farbe. Das ist so ein bisschen so ein Petrolgrün und sieht einfach abgöttisch schön aus. Oder? Was sagt ihr? Gibt es natürlich hinten auch. Hinten die Gurte sind auch grün. Also das ist schon mal wirklich designtechnisch ganz weit vorne. Genauso wie man das von Alfa Romeo von einem italienischen Autohersteller gewohnt ist. Und dann haben wir noch dieses wunderschöne Detail hier. Die Nähte hier, schön grün-weiß. Man hätte dann noch rot dazu machen können, dann hätte man diese italienische Flagge gehabt. Ich weiß nicht, warum sie es nicht gemacht haben, keine Ahnung. Aber es sieht so, wie es jetzt ist, finde ich total schön aus. Also das gefällt mir außerordentlich gut. Und das ist auch was, was ihn so ein bisschen unterscheidet, dieses italienische Ding. Ne? Einfach nur ein bisschen mehr auf Style gemacht. Das ist wieder so ein Auto, wo ich so giggeln muss, ey. Alter, ist das gut. Die Sitze, das ist echt alles sehr, sehr schön, sehr entspannt. Und du hast entweder Sound oder eben gar nichts. Wie schön ist dieser Unterschied? Guck mal, ich beschleunige voll durch. Ist ganz leise. Und jetzt bin ich wieder auf Race. Der Unterschied ist wirklich krass. 150 Millisekunden braucht er für den Gangwechsel. Das ist nichts. Wie viel ist das so? Also auf der Straße geht der Ofen schon mal ziemlich gut. Rennstrecke 510 PS. Und ja, ich kann jetzt schon sagen, ja, Driften ist Driften. Torque Vectoring auf Drift heißt beim Alfa Romeo Quadrifoglio das hier. Gegenlenken vom Allerfeinsten. Wow, tiefblaue Wölkchen kommen da hinten raus. Yes! Alter Schwede, bringt das Bock. Das bringt aber mal so richtig Bock. Weil es wirklich sehr, sehr schön kontrollierbar ist. Ihr habt das, glaube ich, gesehen. Ne? Ich kann hier noch mitdenken. Ich lenke ein, gehe ans Gas. Dann kommt der und er bleibt und bleibt und bleibt und bleibt. Guckt euch das mal an. Yes! Ich habe mir jetzt mal ganz kurz ausgedacht,
Wir gehen uns mal die Spuren angucken. Hä? Warte. So machen wir das. Also. Oh. Das schmeckt. Guck mal hier. Das ist eine krasse Kurve. Ich meine, das wirkt jetzt natürlich noch krasser durch den Weitwinkel. Ich mache mal auf normal. Aber auch da ist das noch eine sehr, sehr lange Kurve. Und die Linie ist super. Schön außen raus, dann hier innen rein. Ne? Das Ding ist ganz innen rein, kann ich nicht, weil die Vorderachse darf da nicht übers Gras fahren. Ne? Und deswegen sind die Hinterräder da so ein bisschen außen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Spur. Und guck mal, wie schön der da steht. Oh. Also komm, wir gehen mal gucken. Können wir normalerweise nicht, weil hier Streckenbetrieb ist. Und jetzt ist aber schon so spät, kurz vor 7. Also voll spät, ne? Dass wir das eben doch dürfen. Also, hier hört die Spur dann auf da vorne. Also 2 Spuren sind von mir. Also 4 Spuren sind von mir. Das ist schon wirklich, ist eine schöne Linie gewesen. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das habe ich selten mit einem Auto so schön und sauber und ohne hektisch zu werden geschafft. Also es ist schon wirklich was Besonderes. Hat sie gut gemacht, die kleine Julia, oder? Guck mal hier. Da muss ja quasi das Vorderrad da über den Rasen. Ja, so ein bisschen über den Rasen ist das da gefahren. Da sind wir nicht drüber gefahren, Gott sei Dank. Aber hier, da sieht man so ein bisschen, ne? Ja, ich glaube, da sind wir drüber gefahren, Matthias. Also die Linie ist schön. Muss ich mich einfach mal selber loben. Ich hätte noch ein bisschen früher auslösen können. Den Hüft, aber es ist schon ordentlich. Also weil hier kommst du von der langen Gerade da hinten. Und dann hier so, da haben wir ausgelöst. Und das ist die eine Spur und das da ist die andere Spur. Und das jeweilige zweite Rad davon hat nicht mitgespult. Die fangen dann erst da so irgendwo an mitzudrehen. Und das ist das, was manchmal auf der Landstraße so ein bisschen sich komisch anfühlt, weil er da nicht so richtig um die Kurve will. Das ist halt so sensationell, wenn du von da kommst. Ne? Nicht innen, aber so mittig. Dann kommst du hier so relativ nah an den Rand raus. Und dann ziehst du wieder rein. Und am Ausgang der Kurve gehst du dann wieder raus. Das Ganze quer. Das ist dann schon was man im Grunde genommen den perfekten Drift nennen muss. Ist wirklich so. Du hast einfach an einer Schnur gezogen. Und das kannst du nicht mit jedem Auto. Aber mit dem da schon. Also wenn du überlegst, ne, ein Alfa Romeo für 84.000 Euro zu kaufen, da kann ich nur sagen, mach das. Weil es macht verdammt viel Spaß. Richtig gutes Zeug. Oh Junge. Also das macht wirklich richtig Bock. Ich gehe jetzt noch einmal ganz kurz gucken, wie die Reifen so beieinander sind. Nicht, dass wir hier noch einen Reifenplatzer haben. Ganz kurz hier an die Seite fahren. Oh, es duftet. Es duftet. Also, der Reifen sieht sehr, sehr gut aus. Und der auch. Also, der Grip-Dreh ist durch, ne? Da ging es um die schnelle Rundenzeit. Alter, wie der klingt. Einmal Fenster runter, ha? Das Anbremsen. Wo bremsen wir? Hier ungefähr, würde ich sagen. Ne? Und dann gehen wir da rein in die Kurve. Das Auto lenkt super präzise ein. Um die Mittellage ist mir das manchmal einen Tacken zu nervös. Aber er bleibt dann dabei. Er hat wirklich Grip. Und das ist geil, wie der das. Oh, das war jetzt ein bisschen spät. Leicht in Dreck gekommen da hinten. Uiuiui. Das ist ein ernstzunehmendes Auto. Alter, das ist genial. Oh, guck mal hier. Das ist ja auch geil gemacht. Also es ist ja schon immer so, dass man Vergleiche zieht. Und dieses Auto, das ist nicht so ein Präzisionswerkzeug wie ein BMW M3. Das muss man einfach so sagen. Wenn du mit dem 3 sitzt, dann fasst sich alles noch präziser an, noch genauer ist irgendwie alles. Jede Bewegung, die du machst, alles, was du anfasst, ist irgendwie so ein bisschen
genauer. Genauer trifft es ganz genau. Das bedeutet aber nicht, dass das im Alpha schlechter funktioniert. Guck mal hier, diese herrliche Spur, die ich da gerade gezogen habe. Alter Schwede. Es funktioniert hervorragend. Das Auto liefert ab, die Bremse ist mega. Schön Keramikstopper. Wir haben ein Carbon-Dach, wir haben eine Carbon-Motorhaube. Das Ding ist wirklich, das meint es wirklich ernst. Ein M3 hat keine Carbon-Motorhaube. Hat er nicht. Carbon-Dach hat er auch, aber Carbon-Motorhaube hat er nicht. Also, ne? Und der M3 kostet nochmal 5.500 Euro mehr, wie wir im Grip-Beitrag gelernt haben. Bremse auch gut. Einmal quer, umsetzen, wieder quer, wieder ans Gas. Schalten. Wow, Junge, ist das sensationell! Alter, das macht so einen Bock! Unglaublich! Unglaublich! Und das Schöne ist halt, dieses Auto hat die italienische Seele. Ihr wisst, wie sehr ich die drei großen mag aus Deutschland, ne? Aber das hier ist ein anderer Schnack. Allein diese Gurte, allein zu sagen, hey, wir machen diese Gurte grün. So wie das vierblättrige Kleeblatt. Das finde ich eine so geniale Idee. Das ist jetzt nicht mega außergewöhnlich eigentlich, ne? Aber ich kenne kein anderes Auto mit grünen Gurten hier. Ich kenne kein anderes. Die haben da mal bei BMW, haben sie die BMW M-Farben, auch mega genial. Was sind denn die kleinen Details? Guck dir das an, wie schön das aussieht. So, Hände ans Lenkrad. Also, das ist wirklich krass. Die Bremse hackt rein, dass alles zu spät ist. Schön einlenken. Der hat so ein bisschen mehr Komfort noch als der BMW M3. Da ist auf jeden Fall härter. Wir gehen jetzt mal mit dem Dämpfer auf ganz hart. Kannst im Race-Modus noch eine Stufe härter stellen als im normalen Modus. Und das macht einfach riesen Laune. Ja, das ist das Einzige, was ich an dem Auto nicht so cool finde, sind die Schaltwippen. Die Schaltwippen sind nicht wie beim BMW oder bei ganz, ganz vielen anderen Autos am Lenkrad montiert. Das heißt, du drehst mit und du kannst dann, mal kurz gucken, du kannst dann hier schalten. Batsch, da. Das macht der Alpha nicht, weil die sagen, okay, wir wollen, dass der Fahrer immer weiß, wo das Schaltpedal ist. Und es ist halt immer hier rechts oder da links. Finde ich nicht so cool. Wenn du ganz gegenlenkst, also bist wirklich Lenkanschlag unterwegs im Drift, auch dann weiß ich, wo ist das Pluspedal. Weil ich weiß, wie mein Lenkrad steht. Wenn es auf dem Kopf steht, weiß ich, dass das Plus da drüben ist. Und hier musst du dich ein bisschen umstellen. Du weißt dann einfach, okay, das Pedal steht immer da, wo es steht. Also Fahrwerk auf ganz hart, muss ich sagen, brauche ich nicht. Das fühlt sich zwar sehr gut an und ist jetzt auch nicht mega bockhart, aber ich finde es halt ein bisschen weicher, schöner, weil das Auto dann ein bisschen mehr arbeitet. Und das ist der Charakter von diesem Auto, ist, dass er mehr zulässt. Der ist wilder, der tanzt ein bisschen auf so Bodenwellen, macht das so wow, wow, wow. Und das ist einfach mega unterhaltsam. Und das ist bei anderen Autos ein bisschen strenger, sage ich mal, ein bisschen geradliniger. Das Auto tanzt nicht so viel, bewegt sich nicht so viel. Auch die Gasannahme, wie die Kraft des Motors sich entwickelt, ist beim Alpha ein bisschen anders. Wenn du im Automatikmodus unterwegs bist, gehen wir mal ganz kurz rein. Und du gibst so Gas, dann denkst du dir so, ah, nee, ich will noch ein bisschen mehr. Manchmal schaltet der da runter, je nachdem, was du gerade für eine Geschwindigkeit drauf hast oder wie viel Gaspedal du gibst. Und dann gibt es so Überraschungsmomente und das ist sowas von unterhaltsam. Auch grundsätzlich, wie sich der Turbomotor entwickelt über das Drehzahlband hinweg. Also ich mache den Dämpfer wieder auf weich. Macht mir mehr Bock. Mehr Seitenneigung, mehr Spiel, mehr Tanzen, mehr Arbeiten. Das bringt Bock, Leute. Ich muss aufpassen, dass ich die Reifen nicht komplett runterhämmere. Aber ehrlich gesagt, die müssen eh runter. Wir beschleunigen mal durch. Vierter Gang, 2000 Touren, passiert nichts und jetzt kommt er. Wow, und dann bei 3,5 kommt noch mal mehr und bei 4 noch mal mehr. Und das meine ich eben. Der Turbomotor entwickelt sich viel lebendiger. Der ist nicht so geradlinig. Heutzutage wollen die Autohersteller immer, dass sich ein Turbomotor genauso anfühlt wie ein Sauger. Ganz gleichmäßige, je höher du drehst, desto mehr Kraft. Das kannst du beim Turbolader natürlich gar nicht, aber sie wollen es so, dass es sich so anfühlt. Und das sorgt so ein bisschen dafür, dass sich diese Autos immer anfühlen, dass sie immer Kraft haben. Und das finde ich gerade bei dem Alpha so cool, weil der kommt dann nochmal und dann, boah, und dann legt er noch mehr drauf. Und das macht so viel Spaß, ist so unterhaltsam.
Alter, von draußen. Das sind übrigens die Carbonbremsen. Alter, von draußen hört sich das richtig heftig an. Höchstgeschwindigkeit von dem Bock 307 Stundenkilometer. Das musst du dir mal vorstellen. Du kaufst so eine ganz normale Limousine und kannst dann auf der Autobahn 307 fahren. Das ist zwar sehr, sehr selten überhaupt nur möglich und auch nicht ganz ungefährlich, aber es geht halt. Und am Stammtisch, sorry, zählt halt die Höchstgeschwindigkeit. Und wenn du dann sagen kannst, ja, meiner, der läuft 307, machst du auf jeden Fall mal einen Punkt. Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Danke fürs Zugucken. Tschüss, Alfa Romeo Giulia, Quadrifoglio. Ja, kann man machen, kann man kaufen, bringt Bock, macht glücklich, ist richtig was fürs italienische Herz. Ciao, amore. Einen machen wir noch.